36 Grad und es wird noch heißer, lautete wortwörtlich das Motto des 7. Hammerwurf-Meetings des 1. VfL Fortuna Marzahns. Bei knapp 40 Grad stiegen Hammer- und Diskuswerfer aus ganz Deutschland in den Ring. Ich fand es toll, wie professionell das gemacht war. Wir hatten Sonnenschirm, ganz viele Helfer, wir hatten Getränke, also ja, das war super professionell gemacht. Die Veranstaltung lockte so manche bekannte Gesichter. Olympiasieger Christoph Harting und Vize-Europameisterin Julia Harting in die Wurfanlage des Sportforums. Letztere wurde mit 59,59 Meter nur Zweite. Charlene Kraft sicherte sich hier den ersten Platz und die 61,61 Meter hatte sie dabei fest im Visier. Einfach schön für mich zurückzukommen, hier zu werfen, wo ich 2 Jahre lang trainiert habe. Das hat mir riesig Spaß gemacht. Ein Ablauf. Schwung holen, drehen, Abwurf. Dies gelang der besten Hammerwerferin der U20, Esther Imarakbe vom Berliner TSC, mit einem Wurf von 61,68 Metern. Die Hitze störte sie absolut nicht. Sie blieb durchweg fokussiert und freute sich hingegen über neue Bestweiten der Gegner. Ich freue mich auch immer wieder mit denen halt Wettkämpfe zu machen. Vor allen Dingen, wenn sie auch dann persönliche Bestleistungen werfen, freue ich mich sogar umso mehr für sie. Die Olympia-Zweite Betty Heidler hat einen enormen Einfluss auf die Veranstaltung. Schließlich begann ihre sportliche Karriere beim VfL, weswegen es auch niemanden wundert, dass das Interesse am Hammerwerfen im Verein so groß ist. Und da war zufällig der Bezirksbürgermeister da und da wurde gesagt, ey, wie sieht's aus, können wir bei uns so einen Käfig aufbauen? Und da hat er gesagt, ja, das machen wir natürlich. Somit wurde das Hammerwerfen eingeführt. Auch Vanessa Pfeiffer profitierte davon. Denn sie trainierte selbst jahrelang in der Trainingsgruppe von Betty Heidler. Inzwischen ist sie selbst als Hammerwurftrainerin tätig und zieht ein Fazit aus dem Event. Vor allen Dingen auch Wettkämpfe, wo Spitzenathleten aus ganz Deutschland kommen. Und das ist doch das Schöne, dass wir das mit unserem kleinen Verein auch auf die Beine stellen können. Denn es ist nicht alltäglich, dass Hammer- und Diskuswerfer bei knapp 40 Grad in den Ring steigen und an den Song 36 Grad und es wird noch heißer denken müssen.